Neuschwanstein. Der kurzzeitige und letzte Wohnsitz Ludwigs II., der in seiner heutigen Gestalt 1892 vollendet wurde, ist in aller Welt als Märchenschloss bekannt. Das Bauwerk nach einer Verfügung des Bayernkönigs im echten Stil der deutschen Ritterburgen geplant, treibt den romantischen Historismus auf die Spitze. Die Architekten des Aristokraten ließen sich bei der Umsetzung der Aufgabe nicht nur vom Mittelalter inspirieren. Auch die maurisch angehauchte Architektur Andalusiens beeinflusste bestimmte Bauelemente. Dieser Eklektizismus, die Vermischung verschiedener Stile in ein und demselben Bauwerk, beruht letztlich auf der Anerkennung ihrer Gleichwertigkeit. Und diese ist kennzeichnend für eine ganze Epoche der Architekturgeschichte. Galt im Klassizismus einzig die griechische und römische Antike als nachahmenswert, so entdecken die Architekten nunmehr andere, charakteristischere Stile und Epochen, die sie für wert halten, neu aufgelegt zu werden. Die bis 1815 dauernden Befreiungskriege gegen das napoleonische Frankreich führen zu einem Aufblühen nationalen Bewusstseins in den deutschen Landen. Das Mittelalter und insbesondere die Gotik werden als typisch deutsch interpretiert. Sie begründen einen vermeintlich vaterländischen Stil. In seinem gotischen Haus im Wörlitzer Schlosspark verdichtete Architekt Erdmannsdorf wesentliche Schmuckelemente dieser Epoche auf so engem Raum, dass das Haus anmutet wie eine Zuckergusstorte. Maßstabgerechter kommt diese neogotische Kirche daher, fertiggestellt 1809. Beide Bauten Erdmannsdorfs entstanden im Stil der nordischen Backsteingotik. 1815, nach Beendigung der Befreiungskriege gegen die napoleonische Besatzung, treffen sich die Siegermächte in Wien zu einer Konferenz und rufen den Deutschen Bund ins Leben. Einen lockeren Zusammenschluss der verschiedenen deutschen Kleinstaaten. Die Hoffnungen vieler progressiver Denker auf einschneidende Veränderungen werden zunichte gemacht. Der Großteil der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Damit ist der Nährboden bereitet für revolutionäre Bestrebungen im Sinne einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Den auf der Konferenz versammelten Monarchen allerdings ging es nur um die Wiederherstellung absolutistischer Machtverhältnisse. 1819 setzt der in österreichischen Diensten stehende Fürst Metternich die sogenannten Karlsbader Beschlüsse durch. Eine scharfe Zensur jeglicher öffentlichen Äußerung wird eingeführt. Viele Geistesgrößen der Zeit emigrieren, so etwa Georg Büchner, Heinrich Heine oder auch der junge Karl Marx, damals Leiter der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. Der Großteil des Bürgertums zieht sich ins Private zurück. Die häusliche Idylle des Familienlebens wird in der Zeit des Biedermeier zum idealen Glückszustand verklärt. Der Name für diese Epoche geht auf den Dorflehrer Weiland Gottlieb Biedermeier zurück, eine Kunstfigur aus den fliegenden Blättern. Die seit 1844 erscheinende Wochenschrift publiziert Karikaturen, welche die unpolitische Haltung großer Teile des Bürgertums verspotten. Hier haben Max und Moritz ihren ersten Auftritt und eben auch der schwäbische Dorfschullehrer und Poet Biedermeier, dem seine kleine Stube, sein enger Garten und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit bescheiden genügen. Vom Biedermeier spricht man nur in Deutschland, Österreich und den skandinavischen Ländern. Dort, wo die politische Entwicklung anders verläuft, gibt es keinen Biedermeier. Und wenngleich der Begriff Biedermeier ursprünglich eher eine Lebenseinstellung als eine künstlerische Ausdrucksform charakterisiert, so hat die Epoche doch auch einen eigenen Stil geschaffen, der sich hauptsächlich in zeitgenössischen Interieurs manifestiert. Besonders großen Wert legt man auf die Gestaltung behaglicher Wohnzimmer, wie sie in sogenannten Zimmerbildern überliefert sind. Das Inventar ist stets als Ensemble geplant.
bei dem auch die Wände berücksichtigt und mit einer Bordüre gegen die Decke abgesetzt werden. Räume, die gen Süden oder Westen weisen, sind meist in kühlen Farben gehalten, wohingegen Nord- oder Ostzimmer mit ihrem kälteren Licht farblich wärmer ausgestaltet werden. Hier kommt die Farbenlehre Johann Wolfgang von Goethes direkt zur Anwendung. In der 1810 verfassten Schrift behandelt er unter anderem die Wirkung der Komplementärfarben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Die Möbel aus der Biedermeierzeit wirken oft unterdimensioniert. Wie dieser raffinierte Schreibtisch greifen sie den Formenkanon des Klassizismus auf. Ihr Erscheinungsbild wird aber nicht durch auffällige Ornamentik geprägt, sondern zum Beispiel durch die Struktur des Furniers. Biedermeier-Möbel unterliegen bestimmten Standards. So ist es möglich, einzelne Stücke nachzukaufen, die sich dann harmonisch in das Ensemble einfügen. Typisch für die Zeit sind Vitrinen, in denen schöne Dinge, Souvenirs, zur Schau gestellt werden. Diese Kultur der Erinnerungsstücke prägt auch die Malerei der Biedermeierzeit. Vergangene Aufenthaltsorte oder Zusammenkünfte im Familienkreis sind ein beliebtes Motiv. Dabei tritt die Handschrift der Maler zugunsten einer minutiös realistischen Darstellungsweise in den Hintergrund. Detailverliebte Stadtansichten wecken die Erinnerung an einen idealen Zustand, der sich deutlich von der problematischen Gegenwart unterscheidet. Auch in der Landschaftsmalerei wird einem romantisch verträumten Idealzustand gehuldigt. Neu ist, dass die Motive aus der eigenen Heimat stammen und nicht mehr aus dem fernen Mittelmeerraum. Wie auf den Abbildungen dieses zeitgenössischen Kartenspiels zu sehen, wird die Kleidung zusehends unbequemer, trotz des herrschenden Bedürfnisses nach Gemütlichkeit. Dafür ist in besonderer Weise die wieder in Mode gekommene Betonung der Taille verantwortlich, sowohl in der Damen- als auch in der Herrenmode. In der Architektur dieser Jahre setzt sich der Historismus fort, der den verschiedensten vergangenen Baustilen eine Neuauflage beschert. Kirchen, die in dieser Zeit errichtet werden, wie etwa Maria Hilf in der Münchner Au, liefern eine Interpretation der Gotik. Als originär sakraler Baustil soll die Gotik ihre erhabene Aura bald auch auf profane Bauten abstrahlen. Das Gebäude der Regierung von Oberbayern wurde in den 1860er Jahren nach Plänen von Friedrich Bürklein realisiert. Die Münchner Feldherrenhalle, 20 Jahre früher nach den Entwürfen Friedrich von Gärtners erbaut, präsentiert sich im Stil der Frührenaissance. Der Rundbogenstil dieser vergangenen Epoche wird auch vom Gebäude der Bayerischen Staatsbibliothek aufgegriffen, 1843 fertiggestellt. Und in der Walhalla bei Regensburg geht die Sehnsucht nach dem fernen Griechenland eine Symbiose ein mit dem Verlangen nach deutscher Identität. Ab den 1850er Jahren nimmt die Industrialisierung volle Fahrt auf, besonders die Eisenbahnnetze werden aufgebaut. Wer jetzt in der Stahlbranche tätig ist, kann sich eine goldene Nase verdienen und wird zum Unternehmensgründer. Ab etwa 1870 sprechen wir von der Gründerzeit. Die Gründer der Firmenimperien wollen sich entsprechend repräsentiert sehen und so entstehen aufwendige Wohn- und Geschäftshäuser, die sich des Formenkanons unterschiedlicher Epochen bedienen. Die fortschreitende Industrialisierung treibt ganze Heerscharen von Arbeitssuchenden in die Städte, die dadurch gezwungen sind, diesen Arbeitsmigranten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. So entstehen teilweise auf der grünen Wiese ganze Arbeitersiedlungen,
deren Mietskasernen sich teilweise auch des historistischen Formenvokabulars bedienen. In den Stadthäusern, die in dieser Zeit gebaut werden, spiegelt sich deutlich die hierarchische Gesellschaftsordnung wider. Das erste Stockwerk zeichnet sich durch großzügige Grundrisse und hohe Decken aus. Hier wohnen die reichen Bürger. Die folgenden, immer niedrigeren Etagen mit kleineren Wohnungen werden von den einfacheren Leuten bevölkert. Bis hin zum Dachgeschoss, wo kleine Mansardenfenster kaum Licht in die engen Räume lassen. Je niedriger die soziale Stellung, desto höher wohnt man. Was auch heißt, desto höher muss man die Kohlen schleppen. In der Belle Etage, bei der Crème de la Crème, setzt sich der Historismus der Architektur ungeniert in der Architektur der Möbel fort. Typisch für die Gründerzeit sind imposante Anrichten. Diese Aufbewahrungsschränke für Tischdecken, Geschirr und Bestecke, in Österreich auch Kredenzen genannt, sind meist reich verziert mit Säulen, Friesen und Veduten der unterschiedlichsten Epochen. Im Gegensatz zur schlichten Eleganz der Biedermeier-Möbel ist in der Gründerzeit ein möglichst pompöses Erscheinungsbild gefragt, welches es mit der Stiltreue des einzelnen Möbels oft nicht so genau nimmt. In der Malerei der Epoche setzt sich wie schon im Biedermeier die Darstellung vorindustrieller, ländlicher, angeblich idealer Zustände fort. Zu besonderer Meisterschaft in dieser Malerei bringt es Franz von Lenbach, der als Münchner Malerfürst in die Annalen eingeht. Als künstlerischer Direktor der staatlichen Kunstschule zu Weimar zieht er ab 1860 mit seinen Studenten aus den Ateliers ins Freie und lässt sie vor dem Naturmotiv malen. Damit legt er das Fundament für eine deutsche Variante des Impressionismus. Furore macht Lenbach ab ca. 1870 auch als Porträtmaler, etwa von Reichskanzler Otto von Bismarck. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere porträtiert er sogar den deutschen Kaiser Wilhelm I. Was die Mode der Zeit angeht, bringt sie den Damen ein gewisses Mehr an Bewegungsfreiheit, ganz dem liberalen Zeitgeist entsprechend. Zwar bestimmt nach wie vor das Schnürmieder die allmorgendliche Ankleidezeremonie, doch die extrem bewegungsfeindlichen Reifröcke der Biedermeierzeit sind sogenannten Tornüren gewichen, bei denen nur noch die Gesäßpartie durch Stahlkonstruktionen, Fischbein oder Rosshaar aufgeplustert wird. Der oft wahllos scheinende Stilpluralismus der Epoche wird schon damals durchaus auch kritisch betrachtet. In einem Spottgedicht auf die Architekten der im Neorenaissance-Stil errichteten Wiener Staatsoper heißt es: Sekatsburg und van der Nüll haben beide keinen Stühl. Gotisch, griechisch, Renaissance, das ist ihnen alles eins. In der Spätphase der Epoche wird sogar das Rokoko neu aufgelegt. Ein Stil, der gerade eben mal 100 Jahre vergangen ist. Prominentes Beispiel? Schloss Linderhof in Bayern, für Ludwig II. 1878 fertiggestellt. Im Grunde genommen haben die Kreativen der Epoche noch einmal im Schweinsgalopp die gesamte europäische Kunstgeschichte rekapituliert. Dabei haben sie aber auch nicht die Suche nach neuen Ausdrucksformen aus dem Auge verloren. In der nächsten Folge: Der Maler Courbet erfindet in Frankreich den Realismus, in dessen Manier auch berühmte deutsche Künstler malen. Die Impressionisten und Van Gogh wagen ganz neue Schritte in der Malerei.